Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Revoluz und Hägerli und heute schicken wir euch Ostergrüße auf der Schiene. Die Freude über diese Videoproduktion ist unübersehbar. Ich habe das doch zu Hause probiert. Und sie schmeckt. Am Schluss bleibt nur noch die Hülle übrig. Ein Film mit einer Schokohasenlok, die aber ihren eigenen Kopf hat. Tja, wenn der Schwerpunkt etwas hoch liegt oder ein Anhänger die Weiterfahrt verweigert. Irgendwie witzig, wenn keiner macht, was er soll. Eine Hasenlok wollte Revoluz schon immer mal fahren lassen. Eigentlich wollen wir ja nur unsere Ostergrüße liebevoll unseren Zuschauern entgegenrollen lassen. Aber dem Lokhasen ist die richtige Richtung verloren gegangen. Nochmal? Ja? Aber der schaltet nicht mehr um. Jetzt? Mal richtig kräftig. Jetzt? Der lässt ihn, der Unschalthebel ist blockiert. Warte. Dabei sollte der Hase ja nur einen Zug ziehen. Tja, das ist halt das Revo-Häschen von Revoluz. Ja, aber das ist so schön gesichert hier. Jetzt schalt ihn mal hier um, jetzt geht's so. Ja, schalten? Jetzt? Ja, jetzt tut er wieder. Okay. Mein Gott, ich kann fast nicht mehr anfassen. Fährt er jetzt? Probier mal. Ja. Wir wollten eigentlich nur einen Ostergruß im Kreise fahren lassen. Seriös, wie man uns kennt. Der Osterhase ist so frei und klaut dem Huhn das Osterei. Unterdessen hat er schon mehr Ostereier geklaut, hat aber auch ein schlechtes Gewissen und will sich aus dem Staub machen. Haut und Knochen ist das Häschen nur noch. Das liegt auch daran, dass es öfter umgefallen ist. Und beim Aufstellen sind dann immer mehr Schokoladenstücke abgebrochen. Und die haben sich Revoluz und Hägerli einverleibt. Weggenascht. Und falls ihr zu wissen glaubt, wie der Hase läuft nicht. Er hoppelt. Und gleich beginnt sein Eiertanz. Nicht ganz so einfach, weil die Eiereinwickelpapiere gern einen Kurzschluss verursachen. Haut ab mit dem Ei! Haut ab mit dem Ei! Und das kleine Häschen sorgt für große Heiterkeit. Nun folgen die Rolling Eggs und das Falling Rabbit. Aber lasst euch nicht irritieren, das Häschen macht nur Spaß. Und das sind freirollende Eier, geschoben von unserem Revo-Lok-Häschen. Das war jetzt unser Ostergruß an euch und wir wünschen euch frohe Ostern. Und das Revo-Lok-Häschen ist jetzt in seinem Element. Kein Ei ist mehr vor ihm sicher.